Im gestrigen Video haben wir sehr ausführlich über eine anscheinend schon etwas häufiger aufgetretene Problematik mit den Landeklappen der 747-Frachter gesprochen. Und damit jetzt nicht schon wieder irgendjemand Schnappatmung bekommt, weil er denkt, dass dieser Kanal hier für Top-Secret-Airbus-Werbung eingesetzt wird, sprechen wir heute einfach mal über das europäische Gegenstück, und zwar über den Airbus A380. Der hat mittlerweile nämlich genauso wie diese 747-Frachter auch schon wieder mit eigentlich ja schon bekannten Problemen zu kämpfen. Und dazu gibt es ein paar interessante Details und die schauen wir uns heute mal etwas genauer an, und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Es geht um Risse in den Tragflächen. Ja, das war zumindest das, was man beim Thema A380 hin und wieder einfach mal so mit einem Ohr mitbekommen hat. Und das klingt erst einmal deutlich brutaler, als es das am Ende des Tages dann wirklich am Flugzeug selbst ist. Aber nichtsdestotrotz geht man mit Rissen in irgendwelchen Bauteilen am Flugzeug natürlich immer ein Risiko ein, das man nicht unbedingt haben muss. Wenn wir mit dieser Thematik mal etwas weiter vorne anfangen, dann landen wir früher oder später bei einem ziemlich beeindruckenden, aber auch durchaus etwas beunruhigenden, bei einem der größten Zwischenfälle mit dem größten Passagierflugzeug der Welt. Und zwar beim Qantas-Flug mit der Flugnummer 32. Der A380 der australischen Fluggesellschaft befand sich hier Anfang November 2010 auf dem Weg von Singapur nach Sydney und wurde dann Opfer eines sogenannten Uncontained Engine Failure. Triebwerk Nummer 2 zerlegte sich während des Fluges komplett, herumfliegende Teile beschädigten das Flugzeug und dutzende Systeme, was dann den Flug in einer Notlandung auf dem Flughafen von Singapur enden ließ, glücklicherweise alles erfolgreich. Qantas ließ von da an für die nächsten Tage erst einmal all ihre A380 am Boden stehen, denn ganz offensichtlich gab es hier ein schwerwiegendes Problem ganz tief im Inneren der Rolls-Royce-Triebwerke des A380. Und ganz genau so war es dann auch. Bei der darauffolgenden Untersuchung fand man an einem der durch die Triebwerke laufenden Ölschläuche eine Schwachstelle, was zu einem Ölleck und dann über mehrere Schritte zum Uncontained Engine Failure führte. Das konnte so also durchaus auch bei anderen Maschinen passieren, was dann ein Austausch einiger Triebwerke bei einem Teil der bis zu diesem Zeitpunkt knapp 40 ausgelieferten A380 nach sich zog. Knapp die Hälfte der bis zu diesem Zeitpunkt gebauten A380 wurde jedoch bereits ausgeliefert mit der zweiten Triebwerksoption, also mit den Triebwerken der Engine Allianz, was diese Flieger direkt wieder aus der ganzen Nummer rausnahmen, die waren davon nicht betroffen. Also da war das mit dem Problem alles noch recht überschaubar. Das ist aber auch gar nicht so interessant. Viel spannender ist jetzt, dass man bei der aufwendigen Reparatur des zu diesem Zeitpunkt ja gerade mal knapp 2 Jahre alten Airbus A380 der Qantas, dass man dort feststellen musste, dass sich an einigen Teilen innerhalb der Tragfläche des Flugzeuges bereits Risse gebildet hatten. Um genau zu sein, fand man diese Haarrisse jetzt in Verbindungsstücken, die die Aufgabe haben, die Tragflächenrippen mit der Außenhaut der Tragfläche zu verbinden. Das Grundgerüst einer solchen Tragfläche besteht ja erst einmal aus Rippen und Holmen. Letzteres verläuft der Länge nach durch die Tragfläche, und wenn man sich das Ganze dann mal im Profil anguckt, dann ist der Holm eben das, was da von oben nach unten senkrecht durchläuft und der Tragfläche Stabilität verleiht. Formgebend, das sind hingegen die Tragflächenrippen. Wieder im Profil betrachtet, füllt dieses Bauteil quasi die Tragfläche aus, gibt der Tragfläche ihr Profil. Wenn man sich das Ganze dann wieder von oben anschaut, dann sind die Tragflächenrippen eben parallel zur Flugrichtung, parallel zueinander, in regelmäßigen Abständen in der Tragfläche angeordnet. Diese Bauteile sind beim Airbus A380 aus kohlefaserverstärktem Kunststoff gefertigt und sind dann eben mit diesen entsprechenden L-förmigen Verbindungsstücken mit der Tragflächenaußenhaut verbunden. Von diesen Tragflächenrippen gibt es pro Tragfläche beim A380 knapp 60 Stück und von diesen Verbindungsstücken gibt es knapp 2000 pro Tragfläche. So viel erst einmal zur Beschreibung der eigentlichen Bauteile. Jetzt war man während der Reparatur des Qantas Airbus A380 bereits angekommen im Jahr 2012. Airbus bearbeitete das Problem mit den Haarrissen in den Verbindungsstücken in den Tragflächen recht schnell, sprach dann schnell von einem Fehler im Herstellungsprozess, der da ja nicht mehr lange bleiben wird. Man möchte diesen Fehler beheben und man sprach auch schon von einem schon fertigen Reparaturkit für diese Problematik. Dazu war immer ganz klar, der Fehler sei nicht relevant für die Flugsicherheit des A380, was ja schön und gut ist, aber Fehler in einem modernen, neuen Flugzeug, in egal welchen Bauteilen, kann niemand gebrauchen. Die müssen da auf jeden Fall weg und bis zu diesem Zeitpunkt waren ja schon knapp 70 A380 ausgeliefert.
Von der EASA, der Europäischen Luftsicherheitsbehörde, kam dann im Januar 2012 eine Veröffentlichung, welche die detaillierte Überprüfung von 20 Airbus A380 anordnete. Da ging es darum, dass Maschinen, die am 24. Januar 2012 bereits mehr als 1300 Flüge absolviert hatten, diese Maschinen mussten sich dann in den nächsten 6 Wochen einer detaillierten Kontrolle unterziehen. Etwas ältere Flugzeuge vom Typ A380, die bereits etwas mehr als 1800 Flüge hinter sich gebracht hatten, die mussten jetzt in den nächsten 4 Tagen überprüft werden, was die ganze Sache ja schon mal so ein bisschen chaotisch macht. Das wirft eine Wochenplanung einer Fluggesellschaft schon mal schnell über den Haufen. Kurze Zeit später, bei der Kontrolle eines weiteren Qantas Airbus A380, musste man dann eine ziemlich unschöne Entdeckung machen, denn auch dort fand man diese Haarrisse an den Verbindungsstücken, allerdings insgesamt 36 Risse übers ganze Flugzeug verteilt. Dadurch wurde die Europäische Luftsicherheitsbehörde EASA jetzt natürlich zu einer weiteren Reaktion gezwungen. Das war dann am 8. Februar 2012 der Fall. Und dabei wurde verordnet, dass jetzt alle bis dahin ausgelieferten 68 Airbus A380 ganz genau aufwendig auf diese Risse in den Tragflächen überprüft werden müssen. Wieder mit Zeitvorgaben, die sich nach einer bestimmten Anzahl an schon durchgeführten Flügen berechnet haben. Aber darauf müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Und so wurden dann 68 Airbus A380 per Ultraschallanalyse ganz genau auf diese Risse überprüft. Und dann wurden halt Fehler gefunden, dann kam Airbus mit dem Reparaturkit vorbei und machte das Ganze wieder in Ordnung, oder man hat halt eben nichts gefunden, dann waren die Flieger in Ordnung. Aber für all diese Flugzeuge galten jetzt ziemlich kurze, vergleichsweise kurze Inspektionsintervalle, wo die Flugzeuge dann entsprechend auf diese Risse überprüft werden mussten. Und das kann natürlich für jede Fluggesellschaft mit einem A380 in der Flotte ziemlich lästig sein. Vor allem, wenn man dann Emirates heißt und irgendwann mal weit über 100 A380 haben sollte, die ja eventuell immer noch mit diesem Problem ausgeliefert werden. Bedeutet, für die A380, die dann noch nachkommen sollten, die dann noch gebaut und produziert werden sollten, konnte ja keiner ahnen, dass das nicht mehr so wahnsinnig viele sind, aber für die Flieger, die da noch kommen sollten, musste der Fehler in der Herstellung jetzt auf jeden Fall verschwinden. Und bis man dann aber wirklich die Aussage treffen konnte, Problem gelöst, hat es doch etwas länger gedauert als vorerst erwartet. 16 Monate brauchte man, bis man dann im April 2013 sagen konnte, okay, wir haben das Problem mit den Haarrissen in den Verbindungsstücken jetzt aus dem Weg geräumt. Für die darauffolgenden neuen A380 gab es dann auch keine kurzen Inspektionsintervalle mehr, in denen man die Tragflächen des Flugzeuges auf Risse hätte überprüfen müssen. Das konnte man alles aus dem Weg räumen. So, alles in allem eine Sache, die man als unfassbar nervige Kinderkrankheit der ersten A380 so dann auch direkt mal wieder beiseite gelegt hat. So wie es jetzt aussieht, ist das mit den Rissen allerdings eine Problematik, welche an den ersten, also an den ältesten A380 bis heute hängen geblieben ist. Fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte man die ersten Flugzeuge damals mit so einer Art Beta-Version der Tragflächen ausgestattet, während es die ausgereifte Vollversion dann erst für die späteren Flugzeuge gab. In der aktuellen EASA-Veröffentlichung zum Thema A380 ist jetzt die Rede von erneut gefundenen Rissen in betroffenen Bereichen am äußeren hinteren Tragflächenholm. Airbus bestätigte die Mitteilung mittlerweile. Und da ist jetzt nicht mehr von irgendwelchen Verbindungsteilen die Rede. Überprüft werden müssen jetzt, laut EASA, die ersten 25 Airbus A380. Darunter ist auch der erste für Lufthansa bestimmte Airbus A380, und zwar der mit der Registrierung Mike Alpha. Bei Qantas sollen es 6 betroffene Airbus A380 sein, wobei man schon bei 2 Maschinen diese Untersuchung durchgeführt hat. Da macht die EASA nicht so wahnsinnig viel Stress. Wenn die das gerade erst gemacht haben, muss das jetzt nicht nochmal durchgeführt werden. Und bei Singapore Airlines sind wohl auch 4 Airbus A380 betroffen, bei Emirates sollen es ganze 9 Stück sein. Die EASA gibt den Fluggesellschaften jetzt nämlich einen ziemlich ausgedehnten Zeitraum für diese Kontrollen an die Hand. Die müssen nämlich durchgeführt werden, bevor das Flugzeug 15 Jahre alt wird. Und so alt ist noch keiner der aktuell rumfliegenden Airbus A380. Der älteste, und zwar die Maschine, die aktuell bei Highfly unterwegs ist, der älteste A380 geht gerade auf die 13 Jahre zu. Das gibt den Fluggesellschaften die Möglichkeit, den A380 erst einmal vollkommen normal weiter zu betreiben. Sie müssen das Ding nicht irgendwie jetzt auf Krampf aus dem Verkehr ziehen, sondern können damit ganz normal weiter Passagiere sicher von A nach B fliegen. Und dann können sie diese Inspektion einfach bei dem nächsten Heavy Maintenance Ereignis oben drauf legen.
Aber trotzdem, ganz egal, wie man das Thema jetzt noch dreht und wendet, die am Anfang als Kinderkrankheit bezeichnete Problematik ist wohl oder übel eine Schwachstelle, die die ältesten Airbus A380 nun mal einfach mit sich herumtragen und die sie wohl auch nicht mehr loswerden können. Vom Himmel fällt deswegen trotzdem keine dieser Maschinen. Also da haben Leute mit Ahnung ein ganz genaues Auge drauf, also kein Grund zur Beunruhigung. Und da ist jetzt keine A380-Tragfläche irgendwo an irgendeinem Flugzeug kurz davor, in ein paar mehr oder weniger große Teile zu zerbrechen. Nichtsdestotrotz stellt man sich dann ja doch irgendwie die Frage, wie denn diese Tragfläche performt hätte an einem noch schwereren, noch größeren Airbus A380. Immerhin ist diese jetzt beim A380-800 verwendete Tragfläche. Das wäre auch die Basis gewesen für einen A380-900. Aber das ist dann eine andere Frage. Wie gesagt, da haben Leute ein Auge drauf, da gibt es genaue Kontrollen, damit sich das Ganze jetzt eben in einem kontrollierten Rahmen bewegt. Es besteht also weder ein Grund zur Sorge noch ein Risiko für die Flugsicherheit des Airbus A380. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön raus an Alexander. Vielen lieben Dank an dich. Du gehörst jetzt mit zu den sehr tatkräftigen und großzügigen Unterstützern dieses Kanals auf der Patreon-Seite. Vielen lieben Dank dafür. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.